Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein SMT03 Signalgenerator von Rode & Schwarz kalibriert. Das heißt, wie man die verschiedenen Levels kalibriert. Dazu braucht es einige Hilfsmittel. Das eine ist ein Levelpegelmessgerät von Rode & Schwarz, ein URVD, NRVD. Ein Kanal oder zwei Kanal ist eigentlich egal, es braucht nur einen Kanal. Was es auch braucht, ist ein GPIB-Interface, also ein Kabel braucht es dazu. Die findet man oft auf eBay, nicht ganz billig manchmal, man muss ein bisschen Glück haben. Es braucht eine Verbindung zwischen dem Signalgenerator und dem Levelmessgerät, sowie eine Verbindung von einem Computer zu diesem Level-Messgerät. Also es sind zwei GPIB-Kabel notwendig. Dazu braucht es ein Programm, das man auch frei erhältlich bekommt auf diversen Foren. Zum Beispiel ist es frei herunterladbar bei zum Beispiel bei KO4BB, der hat eine riesige Sammlung an Manuals. Dort findet man unter der Rubrik Manuals hier, kann man anklicken und jetzt kann man da hier downloaden oder downscrollen bis zu Rode & Schwarz hier. Und jetzt findet man viele Manuals, das ist schon mal nützlich, sogar Service Manuals von Rode & Schwarz. Und irgendwo gibt es dann diesen Kit. Der heißt, ich finde ihn vielleicht gerade, hier, SM3, hier heißt es, ich glaube, man sieht das noch, sieht man es noch, gehe noch ein bisschen höher wieder. Also, dieser Kit ist hier zu finden. Hier, Rode, Schwarz, SME03 Service Kit, spielt keine Rolle, SMT, SM03, es gilt für beides. Das kann man anklicken und jetzt kann man es herunterladen. Und dort in diesem File sind dann die Programme und die Erklärungen dazu hinterlegt. Der entsprechende File oder das entsprechende File, das wir benötigen, heißt SM3 LEVCO. SM3 LEVCO heißt das Ding. Und das benötigen wir, um diese Level-Kalibrierung zu machen. Ja, es braucht jetzt noch ein bisschen eine alte Geschichte. Dieses Programm, das Signalgenerator Level Correction Programm, das benötigt einen DOS-Computer. Das ist gar nicht mehr so einfach zu finden, so ein altes Ding. Das Programm läuft nur unter DOS. Zum Beispiel DOS 6.2. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat man noch einen alten Computer oder man hat einen neuen und bewerkstelligt dies mit einer DOS-Box. Das Problem dürfte sein, dass man die GPIP-Karten für neuere Computer schon erhält, aber zu exorbitant teuren Konditionen. Also die sind sehr, sehr teuer. Wenn man einen alten DOS-Computer noch sein eigen nennt oder auch einen noch kauft, vielleicht findet man noch einen auf eBay, kann man diese GPIP-Karten doch relativ günstig erwerben. Ich denke, für 20, 25 Franken oder Euro sollte dies möglich sein. Wenn Sie dann das Programm starten auf dem DOS-Computer, sehen Sie dieses Bild. Man sieht die Version von diesem Programm, das ist immer relativ alt, man sieht 8. Mai 2002, neuere habe ich keine gefunden, das ist das Programm, das man bei K04BB findet und dort auch herunterladen kann. Es ist, wenn man alles richtig verkabelt hat, gibt es das Device Under Test on Address 28, das ist voreingestellt beim Level Pegelmeter und nicht beim Levelpegelmeter, sondern beim Signalgenerator, Entschuldigung, ist dieses 28 voreingestellt. Könnte man ändern, muss man nicht. Enter drücken und jetzt kommt ein kleines Kreuzchen, Correction of Frequency Response, klar, natürlich wollen wir das.
und dann geht es weiter. Und jetzt sagt er, aha, ich habe ein PowerMeter gefunden. Die Software, oben sieht man, was die Serial Number vom SMT03 ist. Man sieht, das ist ein SMT03. Die Softwareversion ist 4.66, das ist die neueste. Ich habe, glaube ich, schon einmal gezeigt, wie man die updatet. Das ist auch ein Programm, das man bei K04BB bekommen kann. Das ist auch in diesem ZIP-File integriert, das Sie dort downloaden können. Und jetzt heißt es, das PowerMeter ist auf der Adresse 15. Auch das muss man nicht ändern, das ist voreingestellt. Enter drücken. Und es hat jetzt das gefunden. Jetzt kommt das Programm zum Starten. Aha, okay, meldet, dass diese Verbindungen gut sind. Auf dem PowerMeter, auf dem Level-Messgerät, sollte dann auch Folgendes stehen. Hier. Alles okay. Null. Und beim Signalgenerator steht dann auch Level uncontrolled. Also irgendwie, also unter Kontrolle. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den Bildschirm des DOS-Computers. Drücken Enter. Und dann sagt es noch, ja klar, okay. Man müsste dann jetzt den Thermosensor wirklich direkt ohne Kabel, möglichst ohne Kabel direkt an den Signalgenerator anhängen. Und dann sagt man okay und jetzt startet das Programm selbstständig. Das Programm macht jetzt irgendwelche Routinen und schaut sich die Geschichte an, was da gemacht werden muss. Das dauert so eine, zwei Minuten. Und wenn alles okay ist, nur dann, wenn alles okay ist, schreibt er eine neue Tabelle in das SMT, eine neue Korrekturtabelle. Die kann man dann auch abrufen, damit man sieht, was korrigiert wurde. Diese Tabelle wird hinterlegt. Er hat jetzt gesagt, okay, man muss jetzt einfach warten, es dauert so zwei Minuten. Das sieht man auch auf dem SMT03, was da passiert. Es dauert nicht zwei Minuten, aber immerhin. Also, was wichtig ist, er schreibt nur dann in dieses EEPROM mit der neuen Tabelle, wenn das Programm sauber durchgelaufen ist. Wenn es irgendwelche Fehler gibt, bricht er ab und man kann neu beginnen. Das Programm SM3 LevCo kann man starten mit der Extension Pro. Und wenn man das mit der Extension Pro startet, wird automatisch dann ein Protokoll erstellt. Und dieses Protokoll zeigt dann die Tabelle, die hinterlegt wurde, welche Korrekturen durchgeführt wurden auf verschiedenen Frequenzlevels, sodass dann alles wieder stimmt. Am Schluss dieser Korrektur, wenn das durchgelaufen ist, sollte man nicht vergessen, wieder die internen Kalibrierungsroutinen aufzurufen, die unter Utilities aufgerufen werden können, damit dann alles wieder miteinander übereinstimmt. Ich denke, das war's schon. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ich warte da noch kurz. Wenn alles gut durchgelaufen ist, es dauert schon so die zwei Minuten, heißt es Correction finished. Alles eigentlich ist okay. Und die neue Tabelle, die Korrekturtabelle, neu kalibrierte Tabelle, ist jetzt im SMT03 hinterlegt. Das ist alles Exit und das war's dann. Auf dem SMT sollte man jetzt die internen Kalibrierroutinen noch aufrufen, damit dann alles auch wieder synchron ist. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und ich hoffe, es hat doch dem einen oder anderen geholfen und kann diese Kalibrierung durchführen. Hier die Tabelle, noch als Beleg für die Korrektur, die berechnet wurde. Hier im Eingang die gleichen Daten. Ich habe das heute am 10. Februar gemacht. Und diese Referenzen, also das Programm, das wir eingesetzt haben, die Software des SMT03 und die Seriennummer. Und jetzt diese berühmte Tabelle, gestartet bei 5 kHz und Ende 3 GHz. Also
die ganze Frequenzbandbreite des Signalgenerators und hier jeweils die Korrekturwerte. Also bei 5 kHz wurden 133 Hundertstel dazugezählt. Zum Beispiel bei 100 kHz 15 Hundertstel dB abgezählt, etc. etc. Also diese Tabelle mit den unterschiedlichen Frequenzen und den unterschiedlichen Korrekturwerten wird dann im SMT 03 abgelegt und als Referenz für die interne Kalibrierung verwendet. Also wenn Sie dann die interne Kalibrierung aufrufen, dann wird diese Tabelle eingelesen, damit dann alle Levels entsprechend stimmen von 5 kHz bis zu 3 GHz.